Was ist das denn hier? Jo, was war das? Nichts. Das war nichts. Das ist doch schon viel besser. Antje, du bist so langsam, das ist echt unglaublich. Ist sie wirklich? Sie ist wirklich ungemein langsam, also irgendwie. Wow, Alter. Du bist echt ein lahmes Vieh, ich weiß das. Ja, du musst gleich den Kopf schütteln, du bist langsam. Ja, bist du. Ja, ich weiß, ne? Ich kann euch zu jeder... Wohin soll's gehen? Einmal nach Dämmerstern, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. 325 Gold. Toll. Es wird schon wieder richtig heiß draußen. Was? Heiß? Ja, dann ist es gut, dass wir in den Norden in die eisige Kälte fahren. Du kannst bis zu 2 Kinder adoptieren, wenn du ein Haus mit genügend Wohnraum für sie besitzt. Ja, gibt's nur 1, 2, 3 Probleme. Erst das Problem, ich habe gar nicht ein Haus mit genug Wohnraum. Das müsste ich entweder anbauen oder ankaufen, je nachdem. Oder anbauen, also entweder selber anbauen oder anbauen lassen. Zweites Problem. Ja, zweites Problem wäre, dass ich gar keine Kinder adoptieren will. Und das dritte Problem ist, wenn ich Kinder adoptieren will, würde ich gar nicht wissen, welche 2 ich nehmen soll. Es gibt nämlich so viele, die es verdient hätten, adoptiert zu werden. Mann, Pferd, du bist wirklich langsam. Weißt du, das ist echt ungewohnt. Ich bin so gewohnt, dass Frost hier innerhalb von einer Sekunde übers Wasser geschlittert wäre. Der wäre so schnell gewesen, da könnte ich zu dem Turm da hinten. Das ist echt... Das ist echt ungewohnt. Ach, da ist er ja wieder, der Silus. Silus Vesuvius. Wie sieht es aus? Habt ihr eines der Klingenteile? Ich habe das Heft von Merunes Klinge, wie versprochen. Habt ihr den Griff ausprobiert? Nö. Ist es nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Hier ist euer Gold. Ich habe ihn nicht. Jetzt fehlt nur noch der Knauf. Aufregend, oder? Super aufregend. Hier ist der Steinknauf. Steinknauf von Merunes Klinge. Unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Seht euch diesen Glanz an. Ich würde meine Rüstung beeindrucken. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Endlich halte ich alle Teile von Merunes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Es gibt ein viertes Teil. Die Schwertscheide in der Vitrine. Ach, die was? Wurde für die Schneide hergestellt. Krass. Und das ist noch nicht alles. Nein. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wirklich? Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Mhm. Das hört sich nach einer verdammt schlechten Idee an. Ihr wollt nicht in die Geschichte eingehen? Gut. Ich bin beim Schrein, falls ihr eure Meinung ändern solltet. Mhm. Ja, ich möchte schon in die Geschichte. Ich bin schon Teil der Geschichte. Ich bin nämlich der Dovahkiin. Und da steht mir das zu. Geht nicht so weit voraus. Geht das jetzt mit mir oder mit ihm? Willst du etwa die Klinge wieder zusammenschmieden? Das ist unheimlich, wenn du da einen Helm trägst. Das, ich kann bin dich direkt gar nicht, hinter euch. Ich kann gar nicht richtig Was soll mit dir ich reden. Sehen? Ganz ehrlich, das ist hier. Das ist schon besser. Dann mal los. Du brauchst echt einen gravierten Nordhelm. Ganz ehrlich. Dann kann ich dein Gesicht sehen. Du großgewachsener Hühne, du. Ah, der will tatsächlich, ja, das ist ja eine Überraschung, dass der Runes Dagon kontaktieren will. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine... Eigentlich müsste ich es machen, um ihn davon abzuhalten. Also eigentlich müsste ich hinterher und ihn erschießen, um ihn davon abzuhalten, den Daedra zu kontaktieren.
da hinten. Ja, da kann er lange warten. Ich habe nämlich andere Probleme. Ich muss nämlich noch eine der ältesten Rollen finden. Und ich muss echt mal nach Ding. Da kann er ein bisschen länger warten. Kaufe die Schlammkobbe. Nee. Das wollte ich auch noch machen. Das ist da unten. Oh, wie war denn das? Das ist verpackt, ne? Ich muss mal da unten wieder hin. Ich muss echt da unten wieder hin. Da müsste ich eine Kutsche nach Rift dran nehmen. Ich hätte das zuerst machen sollen. Ich hätte erst da unten wieder hingehen sollen. Ah, da hinten ist ein Drache. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist Zauberbrecher? Komm mal runter! Du Schwachkopf! Alter! Siehste, Zauberbrecher ist eigentlich zu schwach. Eigentlich ist Zauberbrecher zu schwach, um 50 Punkte. Nein. Ah, kannst du mal aufhören, auf Häusern zu landen? Dann kann ich dich ja gar nicht richtig abschießen. Nee, nicht Drachenknochenpfeile, die sind mir zu wertvoll. So, wie siehst du eigentlich aus? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Hat sie im Falle widerstanden? Zumindest weiß ich, dass ich dich getroffen habe. Ja, ging voll vorbei. Ich glaube schon, dass er das kann. Runter, du dummes Kackdein, Ding, du. Ist ja sowas von nervig. Ich bin doch schon auf der freien Fläche, zumindest in der Nähe. Hallo, hier hinten. Nicht auf dem Haus. Hier hinten. Oh, dieser dumme Drache, er kraft nicht. Ja gut, dann beschieße ich dich eben mit Pfeilen, so lange bis du es kraftst. Halt, ich hab keine. Ich hab die Waffe nicht auf dem Quickslot. Wo ist denn das? Wo ist denn jetzt diese. Ah, ich habe überhaupt nicht im Favoritenmenü. Moment. Ein Moment, Drache. Wen frisst du da? Komischer Frosch. Schlange. Was auch immer. Ich habe zu viele Sachen im Ding. Wen hat er gefressen?
Wo der herkam, würde ich auch gerne wissen. Ganz ehrlich, das ist ein großes Mysterium. Das würde ich auch gerne wissen, wo der Drache auf einmal herkam. Nicht tot? Ja, der ist wirklich tot und der kommt auch nicht wieder. Auch Alduin kann ihn nicht wiederbeleben. Wenn er das könnte, wären wir ziemlich am Arsch. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenmut. Er hat eine Wache von Dämmerstern gefressen. Sehr schön. Hier, ich nehme mal die Stahlpfeile, ne? Ja, ja. Ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Ja, das hat man unten in Elsweyr nicht, ne? Elsweyr? Elsweyr? Elsweyr. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Das ist nicht der Zeitpunkt, um über Penisse zu reden. Denn was anderes macht er ja nicht. Verdammt, ich habe kein Feuerholz, ne? Das macht mich wütend. Guck nicht so. Ich bin Dovahkiin, ich darf das. Und wo? Da ist mein Pferd. Ich wollte gerade schon fragen. Wo zur Hölle ist mein Pferd schon wieder hin? Wo kannst du mich eigentlich hinbringen? Weil ich müsste jetzt... Warte mal, ganz kurz auf die Karte gucken. Ich müsste jetzt nach Winterfeste, um der Magierakademie beizutreten. Oder nach Windhelm, um da auch irgendwas zu machen. Oder nach Rifthorn. Kannst du mich auch nach Rifthorn bringen? Den Fluss entlang irgendwie? Geht das? Benötigt ihr ein... Wohin wollt ihr? Einsamkeit, Windhelm. Dann... reisen wir nach Windhelm und dann nehmen wir eine Kutsche nach Rifthorn. Und dann reisen wir mit dem Pferd dahin, um... Ja, da gab es nämlich so eine Quest, die wollte ich noch machen. Steigt ins Boot ein und macht es euch bequem. Ja, das ist jetzt nicht der Plan gewesen, aber gut. Dann fahrt mal. Ah, Ruckelhelm. Ich sehe schon. Ja, ja, jetzt geht's unterdessen. Jetzt geht's. Er hat mir kurz geladen. Habe ich hier was zum kaputt machen? Ah ja, das, ja, genau. Ist wärmer, bin immer noch ausgekühlt. Wache! Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Nein, das hab ich nicht getan. Ausnahmsweise meine ich. Ausnahmsweise, weil ich so, wie komme ich jetzt rüber, ohne durchs Wasser zu gehen? Durch die Stadt. Wie komme ich da jetzt rüber, ohne durchs Wasser zu gehen oder durch die Stadt zu gehen? Gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Ha, wie schade. Aber schon beeindruckende Docks, muss man sagen. Das ist echt beeindruckend. Oh, ein Schrein von Talos. Mein Lehnsherr. Da müsste ich eigentlich eine... Okay, wir sind hier und wir wollen dahin. Wieso konnte er mich mit dem Boot jetzt nicht hier hoch? Also, ich erwarte eigentlich schon von so einem Fährmann, dass er auch Wasserfälle hochfahren kann. Gut, dann gehen wir eben später nach Rifthorn. Wenn wir schon in Windhelm sind, dann können wir das ja auch gleich machen. Dann können wir ja auch gleich die ganzen Sachen hier machen. Außerdem müssen wir Orkmund retten. Und ich hasse Talmud. Mit ganzer Seele hasse ich sie. Diese blöden, aufgeschneiderten Elfen.
Ach, der Palast der Könige. Wo steht er? Harald. Von der ersten Ära 143 bis 221. 13. in der Linie von Isgramor und Gründer des großen Königreichs von Himmelsrand. Where he established fair. Nee. Doch established? Kann ich das mit der Fackel besser lesen? Nein. He established Fair Windhelm as his capital. Oder? Also 13. in der Linie von Isgramor und Gründer des großen Königreichs von Himmelsrand, indem er die faire oder die schöne Stadt Windhelm als Hauptstadt errichtet hat. Und Olaf Einauge regierte von 1. Ära 420 bis 452. Olaf der Lügner ist das. Bezwang den bösen Drachen Numinex. Und verbannt Skyrim, also Himmelsrand, nach dem Krieg. Auf Succession in Concord. Das wird. Weiß ich gar nicht, das kann ich nicht lesen. Könnt ihr aber irgendwie restaurieren, aber nachher kommt dann nur Scheiße bei raus. Ich habe gar keine Lust, in Windhelm jetzt irgendwas zu machen. Oh, nochmal. Wulfrath von Atmora. Verstanden, euren Stand und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Gau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Das wird sein. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Ja. Moment mal. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Also hassen ist so ein schweres Wort. Tyrannisieren und vertreiben auch nicht. Aber ich werde oft von Dunkelelfen gehasst. Nein, ich hasse euer Volk nicht. Ja, ich hasse die Dunkelelfen wirklich. Aus tiefster Seele hasse ich die Dunkelelfen. Also zumindest die Dunkelelfen, die mich hassen. Aber nein, ich hasse euer Volk nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Mhm. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Kenn ich aus Morrowind. Also, weißt du, wie das ganze Land Vorurteile und beschränktes Denken von Dunkelelfen gegenüber allen anderen. Was ich damit sagen will, das basiert auf Gegenseitigkeit. Warum sollte man euch für einen Spion halten, so aus, als hättet ihr diese Nord behelligt? Hat's das? Eigentlich nicht. Ach nee, als hätten diese Nord euch behelligt, ja, genau. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Ja, und warum sollte man euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwild. Ah ja. Mhm. Gut, ich meine, das kommt von der Dunmeer. Was wir gesehen haben, unterstützt diese Rede natürlich, aber das kommt von der Dunmeer. Wir haben da ein bestimmtes Buch drüber gelesen. Die Dunmeer sind da auch nicht ganz schuldenfrei. Und sie muss gerade davon reden. Ja, selbst die Argonier haben sie im Visier. Die Dunmeer sind dafür bekannt, die Argonier versklavt zu haben. Und jetzt wurden sie von den Argoniern von Warp. Deswegen sind wir, weil die Argonier aus ihrer Heimatland von Argoniern vertrieben, ne? Und der Rote Berg ist ausgebrochen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Genau so war das. So, ich soll hier irgendwas holen. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, einen Löffel oder sowas. Eine Schmiede! Kann ich hier verbessern? Nein.
Könnt ihr mir Schmieden beibringen? Alle sagen, Eol und Graumel sei der beste Schmied in Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Seid ihr der Schmied des Schlosses? Natürlich bin ich das. Sehe ich vielleicht aus wie eine Tavernenmagd? Könnt ihr mal meinen. Nehmt euch meine Worte nicht zu Herzen. Ich habe bloß wieder zu hart in der Schmiede gearbeitet. Will dieses Schwert gerade biegen. Was ist denn an diesem Schwert so besonders? Der Jarl will, dass es einer uralten Klinge gleicht. Großkönigin Freydis herrschte in der zweiten Ära über Windhelm und ihr Schwert war legendär. Das richtige Schwert wäre natürlich noch besser als eine Kopie. Aber niemand will das Wagnis eingehen, das Original aus seiner Ruhestätte zu bergen. Wenn ihr dieses Schwert fändet, wäre ich euch dankbar. Kann ich suchen. Im Lager flüsternde Hügel. Und wie ist euer Stahl? Genauso scharf wie der, den ihr in Weißlauf findet. Das war ich. Ich respektiere Eorlund. Aber er hat das Glück, die Himmelsschmiede zu leiten. Hat was mit den Feuern zu tun. Deren Stahl ist einfach fester. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Nein, ich weiß, wovon ihr redet. Himmelsschmiedenstahl ist schärfer und fester und ja, besser. Ist der Krieg gut für euer Geschäft? Ich sehe das alles nicht als Geschäft an. Meine Arbeit ist Ehrensache. Um Ulfric zu seinem rechtmäßigen Ruhm zu verhelfen, würde ich 1000 Schilde hämmern. Bei Shoas Knochen. Vielleicht muss ich das sogar. Denkt daran. Wenn ihr das Schwert von Königin Freydis findet, werde ich euch belohnen. Ja. Hey, Herremir Strongheart. In Windhelm zu arbeiten ist großartig. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zu Gesicht. Hört sich an, als würde die Ulfric bewundern. Jeder Nord sollte Ulfric bewundern. Er kämpft für uns alle. Tatsächlich habe ich seinetwegen das Schmiedehandwerk gewählt. Ich will Waffen und Rüstungen für die große Sturmmantelarmee anfertigen. Okay, ein nobles Ziel, wenn man... Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ist, was ein Schmied haben will. Also, Waffen für eine Armee anfertigen ist jetzt nicht unbedingt das hohe Ziel eines Schmiedes, aber okay, jedem ist seine. Seid ihr gerne Schmied? Das Schmieden finde ich zwar nicht besonders aufregend, aber wir alle müssen Hand anlegen, so gut wir nur können. Wenn ein Sturmmantel eines meiner Schwerter benutzt, um einen Soldaten der kaiserlichen Armee niederzustrecken, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, unser Land zu befreien. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Ein Rat. Kauft keine heruntergesetzte Rüstung. Nein, ich schmiede meine Rüstung sowieso immer selber. Holzfällerachst, Dietrich, Gold. Habe ich nicht irgendwo Stahlpfeil, Stahlplatten, Helm? Ja. Stahlstreitaxt. Oh, das ist so doof, weil ich will das jetzt machen, um mein Schmied. Ich bin das so gewohnt, dass ich Sachen einschmelze, um meine Schmiedekunst zu erhöhen, aber das kann ich ja gar nicht mehr. Es ist echt. Ich habe schon wieder Hunger. So, ich soll irgendeinen Löffel holen. Die weiße Viole. Ich werd's schon überstehen. Meister, ihr seid viel zu alt für eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drinnen ist. Ich werde... Ich kann... Einfach... Seht ihr, es geht euch nicht gut. Setzt euch, ich hole euch ein Stärkungsmittel. Wenn es ein Mittel gäbe, das mir helfen könnte... Hätte ich es wohl mittlerweile entdeckt. Nurelion. Nurelion. Die Alchemie ist simpel. Es sei denn, ihr seid ein Simpel. Dann kann ich euch nicht helfen. Da hat er recht. Worüber habt ihr gestritten? Ach, bloß mein ganzes Lebenswerk. Ich habe endlich herausgefunden, wo sich das weiße Fläschchen befindet. Aber dieser dumme Wichtigtuer will es mich nicht holen lassen. Wenn ihr mir sagt, wo es ist, kann ich es... Was für ein weißes Fläschchen? Egal. Wenn ihr mir sagt, wo dieses weiße Fläschchen ist, kann ich es euch holen. Das würdet ihr tun? Ja, warum nicht? Es ist gut zu wissen, dass es noch Leute gibt, die bereit sind, einem alten Mann zu helfen.
Es ist zusammen mit seinem Schöpfer Kuralmil in einer seit langem verlassenen Höhle westlich von hier begraben. Kuralmil war ein gewiefter Bursche, selbst im Tode noch. Um seine Ruhestätte zu erreichen, bräuchtet ihr die Fertigkeiten eines Meisteralchemisten. Zu eurem Glück habe ich die Mixtur bereits zusammengebraut. Hier, nehmt sie. Bitte. Macht schnell. Ich habe schon genug Zeit damit verschwendet, mit meinem nutzlosen Assistenten hier zu diskutieren. Was ist denn dieses weiße Fläschchen? Ein legendäres Fläschchen, das in den Tagen geschaffen wurde, als das Eis gerade damit begann, Himmelsrand zu überziehen. Ein kleiner Behälter, der aus dem von Magie durchwirkten Schnee gefertigt wurde, der zuerst auf den Hals der Welt fiel. Es heißt, das Fläschchen würde sich mit jeder Flüssigkeit wieder auffüllen, die man hineinschüttet. Für einen Alchemisten wie mich ist das die reinste Form meiner Kunst. Etwas aus dem Nichts zu schaffen, ist Poesie. Magie. Obwohl, nicht mal Veränderung, Illusion erschafft etwas aus dem Nichts. Sie nehmen ja immer etwas und, ja. Beschwörung, aber auch Beschwörung erschafft nichts aus dem Nichts, sondern holt etwas aus etwas anderem. Außer man will sagen, dass Nichts ist das Reich von Oblivion. Also, weil Oblivion ist ja nichts. Egal. Warum ist das Fläschchen so wichtig für euch? Ich suche schon mein ganzes Leben lang danach. Es hat mich aus den warmen Gefilden von Somerset bis in diese eisigen Weiten geführt. Ich habe ganze Jahre in Bibliotheken verbracht. Ich war selbst in winzigen Dörfern mit örtlichen Legenden, in denen das Fläschchen nur flüchtig erwähnt wird. Ich habe sogar meinen Laden danach benannt, in der Hoffnung, dass es jene anlocken würde, die davon gehört haben. Und nun ist es zum Greifen nahe. Doch wie es scheint, wollen die 80 auf meine Kosten amüsieren. Denn in meinem jetzigen Zustand werde ich es niemals an mich bringen. Ja, ich will's für euch finden. Wieso steht ihr immer noch hier rum? Los, holt mir das Fläschchen, ihr Schwachkopf! Meister, ich habe eine Frage zu Pfeilwurzaufgüssen. Verdammt, Kind, hatte ich euch nicht gesagt, meine Notizen über submaterielle Eigenschaften zusammenzusuchen? Ja, und ich arbeite daran, aber ich versuche außerdem... Wenn ich euch um etwas bitte, dann erwarte ich, dass es erledigt wird. Ja, Meister, ich weiß. Ich möchte nur auch meine eigenen Arbeiten fertigstellen. Eure Zeit dürft ihr ruhig verschwenden, meine nicht. Ein Lehrling gehorcht seinem Meister. Jedenfalls ein guter. Ja, Meister. Ich hole die Notizen sofort. Ach ja, Die Acht euch zu dem Fläschchen führen. Ja, Wirft einen Blick darauf. Ich brauche Heiltränke und so ein Scheiß. Wintertrunk der Gesundheit. Ewige Heilung. Stell die Gesundheit vollständig wieder her. Danke, danke, danke. 50 ist zu schwach. Alles zu schwach. Alles zu schwach. Bücher. Nee, Zutaten. Nädraherz ist da jetzt nicht bei, ne? Feuersalze. Feuersalze kann ich brauchen. Jazzbeitrauben. Das kann ich brauchen. Nürnwurz. Das ist ungewöhnlich, dass der einen Nürnwurz verkauft, aber ich beschwere mich mal nicht. Ja. Und dann habe ich nur noch ein paar Rezepte, die ihr vielleicht brauchen könnt. Und Hexenköpfe. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Meint ihr, das weiße Fläschchen gibt es wirklich? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Norelion glaubt es. Und vielleicht ist dies das Einzige, was ihn noch am Leben hält. Norelion? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was über ihn gelesen. Warum arbeitet ihr für Norelion? Macht ihr Scherze? Ich bin den ganzen Weg von Cyrodiil hierher gekommen, nur um mit ihm zu arbeiten. Warum? Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was ausreden wollt. Er ist nicht gerade der beste Lehrer. Aber allein indem ich ihn beobachte, habe ich schon so viel gelernt.
Ja, zum Beispiel, wie man unfreundlich ist zu seinen Kunden. Mhm. Ah, ist echt nicht einfach. Nee, ich hab gedacht, da liegt ein Notiz. Ich bin direkt hinter euch. Nee, du kannst da bleiben. Okay. Ihr braucht etwas? Brauche ich was? Nee, eigentlich nicht. Nichts davon. Kein Obst. Obst und Gemüse, alles köstlich und erschwinglich. Sagt wer? Ihr seid Fleischhändler. Und kauft frisches Obst alles und Gemüse. Ihr seid Fleischhändler. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Ich bin nicht nur einfallsreich, sondern auch diskret. Jetzt habe ich den Löffel vergessen. Oder die Gabel. Oder was auch immer ich da holen sollte. Ich sollte irgendwas holen für die komische Hofmagierin. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ja, wenn nicht, ich bin mir auch mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Da. Vilandrias Seelenstein. Lorino, den Namen kenne ich irgendwoher, aber ich weiß nicht genau, woher. Wache. Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft herbeizurufen. Aber wer soll ihn davon abhalten? Ich jo. Vielleicht? Ich ja. habe damit nichts zu schaffen. Ihr seid eine Wache! Ich das ist eure Stadt! Habe ich die Sache im Griff. Aber wessen Sache ist das? Ja, also nicht meine, ne? Ich bin zwar der Dovahkiin, aber das heißt nicht, dass ich jeden Scheiß mache. Wenn die Wachen sich damit nicht beschäftigen wollen, dann sollte ich mich damit eigentlich auch nicht beschäftigen. Aber es ist eigentlich... Es ist so interessant und eigentlich sollte ihn jemand aufhalten und die Wachen sind mal wieder inkompetent. Wahrscheinlich wegen dem Krieg. Kack, Kaiserreich. Immer wenn ich vom Krieg rede, dann will ich zum Wulfric gehen. Aber dann denke ich mir, nee, also irgendwie doch. Also irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht. Also das ist echt, ich gehe da jetzt rein. Zum Palast der Könige wollte ich sowieso schon einmal immer gehen. Na? Ihr auch? Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht einen Met mischen? Warum kann ich das nicht? Ich bin kein Braumeister, ich bin Alchemist. Lehrling. Neuling. Anfänger. Malgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torik getan habt. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder,
deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren, aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Jorleif, schickt einen Boten in unsere westlichen Lager. Und die Botschaft, Sir? Ich stelle Garson Hadrings Leute ab, damit sie sich ihm anschließen. Ist das denn klug, Sir? Es wird funktionieren, wenn wir Hrans Leute aus dem Süden abziehen können und etwas Glück haben. Natürlich, das scheint in diesen Tagen ja Mangelware zu sein. Ich brauche jetzt keine guten Ratschläge, Freund. Schickt einfach die Nachricht. Er kämpft, weil er es muss. Ja. Tolle Rede. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ich bin Letzteres. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ich war ein Helden. Jo. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Wie wir alle. Ich habe Raloff bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Raloff lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Was? Hast du da Einwände? Dass ich mich den Sturmmäntel anschließe? Ich meine, besser als Tullius. Ach ja, ich soll mit ihm reden, ne? Galba. Helgen, ja? Jo. Ulfric hat uns deine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Ausländer? Himmelsrand ist meine Heimat. Ausländer, ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles... Himmelsrand ist meine Heimat. Ich bin... Was? Mag sein. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich doch hier. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Was für eine Prüfung? Die Art von Prüfung, an der sich wahre Männer messen. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Und was ist bei dieser Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Das würde einfach. Muss das jeder Rekrut machen? Ich gehe allein. Muss das jeder Rekrut machen? Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr zweifelt? Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Na, daran liegt's wahrscheinlich. Ich meine,
An meinen Fähigkeiten kann er ja wohl kaum zweifeln. Ich meine, ich stehe in Drachenknochenrüstung vor ihm. Ich bin Hüter der Gefährten. Ich bin Dovahkiin. Das weiß ich. Ja, weiß scheinbar nicht jeder. Na gut, ich werde diesen Eisgeist töten. Ich bin bald wieder zurück. Das werden wir ja noch sehen. Er ist nicht der erste Eisgeist, den ich töte. Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Eine vernünftige Strategie. Und ihr, Yorleif? Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Nun, Falkenring ist ziemlich verwundbar und blockiert die einzige Straße, die aus Cyrodiil kommt. Ein gutes Argument, alter Freund. Selbstverständlich bin ich nicht in der Kunst des Krieges geschult oder in militärischen Taktiken. Aber ihr könnt in den Teilen das Ganze erkennen. Und dafür bin ich euch dankbar. Wie ihr wünscht, Sir. Also ganz ehrlich, der ist mir so viel lieber als Elisif. Er hat eine geile Rede gehalten. Die könnte man als bedenklich einstufen, teilweise. Aber es ist eine überzeugende Rede. Vor allem im englischen Original, im deutschen. Das liegt am Akzent, dass die in dem Deutschen nicht so gut rüberkommt. So wie wo ist eigentlich Ralof? Der hat doch gesagt, in 3 Tagen breche ich nach Windhelm auf. Steckt ihr immer noch in Flusswald fest? Aber ich musste mal vorbeigucken und ihn einen reinhauen. Damit der mal bei seiner Schwester aus dem Haus ausziehen kann. Das kann doch nicht sein, dass der da wohnt. Der muss doch im Krieg kämpfen, der Junge. Und dann hat er seine Berater vollkommen unter Kontrolle. Ich meine, bei Elisif sitzen 5 Berater drumherum und man hat das Gefühl, sie regiert gar nicht, sondern Tullius regiert. Und ihre Berater schwätzen ihr die ganze Zeit ins Ohr. Dreifach durchstochen. Irsarald, dreifach durchstochen. Kämpft wacker oder sterbt. Okay. Festung Amol. Karte aktualisiert. Festung Castaf. Windhelm. Winterfeste, Dämmerstern. Dunstert, Graumor, ja. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet. Aber jetzt bin ich im Ruhestand. Cool. Günstige Winde und ruhige See. Das ist ein alter Abschiedsfest. Was? Bevor ihr nicht von der Schlangensteininsel zurückkehrt, gibt es nichts zu bereden. Okay. Ich hab's verstanden. Siefner Eisenkessel, wer seid ihr denn? Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Okay. Eine ehrbare Arbeit. Bauer. Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ulfric hat recht. Dann seid ihr hier richtig. Dann müsst ihr aber mit Galmar da vorne reden. Geht also nicht so weit voraus. Ja. Das Kaiserreich liegt im Chaos.